Einer der gefährlichsten Ahadith im Ramadan ist: Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-atash, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi al-sahar. Manch Fastender hat von seinem Fasten nichts außer Hunger und Durst. Und manch einer, der im Gebet nachts steht, hat von seinem Gebet nichts, von seinem Stehen nichts, außer dass er müde ist. Subhanallah, warum hat er denn nicht gefastet? Er hat doch nichts getrunken und nichts gegessen. Warum hat er nichts vom Lohn? Als ob er gegessen und getrunken hätte. Die Gelehrten haben viele Erklärungen dafür. Einige zusammengefasst. Nummer eins ist die Absicht. Er hat gefastet, weil alle fasten. Papa fastet, Mama fastet, meine Freunde fasten. Ich kann doch nicht essen. Was sollen sie von mir sagen? Was sollen sie von mir halten? Dann sehen sie mich essen und sagen, ha, 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 du bist kein richtiger Muslim. Also fasse ich lieber. Er hat keine Aufrichtigkeit für Allah. Er hat nicht für Allah gefastet, sondern für die Menschen, damit sie nicht böse über ihn reden. Nicht für die Zufriedenheit Allahs, sondern für die Zufriedenheit der Menschen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Die Absicht. Wenn sie nicht stimmt, sind alle Taten ungültig. Eine weitere Sache. Was sie gesagt haben ist, er fastet zwar äußerlich, aber seine Taten, die fasten nicht. Seine Zunge fastet nicht. Er fastet und lügt. Er fastet und betrügt. Er fastet und flucht. Er fastet und schimpft mit schlimmsten Worten. Er fastet und beleidigt andere. Er fastet und lästert über andere. Ein anderer Grund. Er fastet nicht mit seinem gesamten Körper. Seine Augen fasten nicht, er schaut trotzdem haram. Seine Ohren fasten nicht, er hört trotzdem haram. Seine Hände fasten nicht, er wird gewalttätig und schlägt. Er fastet nicht, denn er hat immer noch seine Haram-Arbeit. Er fastet nicht, denn er nimmt immer noch Bestechungsgeld. Er will seinen Haram-Job nicht aufgeben im Ramadan. Nicht mal Ramadan und die Taqwa haben dich dazu geführt, dass du Allah fürchtest. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً.